Ich verstehe es einfach nicht, warum man nicht ständig nach mir sucht. Schon wieder gibt es einen Gangster, der berühmter ist als ich. Das kann ich so nicht auf mir sitzen lassen. Kleiner, wir sollten gleich in die Stadt reiten und dann sollten wir schauen, dass wir die nächste Bank ausrauben. So wird der Sheriff auf uns aufmerksam und wird bestimmt dafür sorgen, dass ich bald der gefürchtetste Verbrecher im ganzen Wilden Westen bin. Ich habe auch echt keine Lust mehr, mich hinten anzustellen. Ich will der Berühmteste sein. Los, komm, lass uns in die Stadt reiten. Hoffentlich geht Clemens Colt mir voll auf den Leim. Er sollte doch hoffentlich auf den Trick mit dem falschen Steckbrief hereinfallen und mir direkt hier in die Arme laufen. Naja, zumindest hoffe ich das. Oh, das wäre was, wenn er mir direkt hier in die Arme läuft und ich ihn so verhaften kann. Na, hoffen wir mal. Ob das wirklich so eine gute Idee vom Sheriff war? Na, ich weiß nicht. Wenn Colt hier auftaucht und mich bedroht, oh Mann, und er hat mich auch noch gebeten, den Tresor aufzulassen, damit jeder die Geldsäcke sehen kann. Mir schlottern wirklich die Knie. Hoffentlich überstehe ich den Tag, ohne dass hier was Schlimmes passiert. Da sind wir endlich. Das wurde aber auch Zeit. Und jetzt rauben wir die Bank aus und zeigen dem Sheriff, was eine Harke ist. Da vorne ist Clemens Colt. Er ist mir tatsächlich auf den Leim gegangen und ist hierher gekommen. Jetzt wird er die Bank ausrauben, genau so, wie ich es geplant habe. Jetzt muss ich mich beeilen. Colt bindet sein Pferd draußen fest und macht sich bereit, die Bank auszurauben. Ha, das wird ein Fest. Na, Kleiner, pass schön auf alles auf und mach dich bereit. Gleich komme ich rausgerannt und dann machen wir die Biege. Na, das ist doch sehr gut. Du hast mich wohl von draußen gesehen, was? Und den Tresor vorsichtshalber schon einmal aufgemacht. Ha, da ist mir mein Ruf also doch vorausgeeilt. Also wusstest du, dass der gefürchtetste Gangster im ganzen Wilden Westen hier auftauchen würde. Clemens Colt. Hände hoch! Ja, kein Problem. Sondern jetzt lass mal das ganze Geld rüberwandern. Den Tresor, den hast du ja schon mal geöffnet für mich. Okay, Clemens, aber bitte tu mir nichts. Na, wenn du hinne machst, dann tue ich dir auch nichts. Los, beeil dich, ich habe heute noch was vor. Da taucht plötzlich der Sheriff in der Tür auf. Clemens Colt, ich habe dich auf frischer Tat ertappt. Du bist verhaftet. Sheriff Rainer Revolver, was machst du denn hier? Na los, lass den Colt fallen, wird's bald. Ja, kein Problem. Bitte tu mir nichts. Wie konntest du das nur... Wieso verhaftest du mich? Du bist mir genau in die Falle gegangen. Genau so, wie ich es geplant habe. Los, und jetzt Abmarsch mit dir. Für dich geht's jetzt erst einmal ins Gefängnis. Komm! Ein Gangster weniger, der die Stadt unsicher macht. Habe ich mir doch gedacht, dass du dem Ruf folgen wirst, wenn du erkennst, dass wir dich nicht für den gefährlichsten Gangster halten. Oh Mann, da bin ich dir wohl voll auf den Leim gegangen, oder? Ha, so ein Fehler passiert mir nicht noch einmal. Warte ab, bis ich erst einmal hier raus bin. Meine Gangsterbande wird mich schon befreien, wenn sie erfahren, dass du mich verhaftet hast. Ja, Clemens, wir sind mal gespannt. Aber jetzt bist du erst einmal sicher hinter Gittern und ich werde gut auf dich aufpassen. Ach, Rainer, wenn du wüsstest, wie gut meine Gangsterbande ist. Die holen mich heraus. Lass dich überraschen. Wir werden sehen. So, Leute, das war's hier bei Bambino TV. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet oder uns sogar abonniert. Lasst uns doch bitte einen Daumen nach oben und einen Kommentar da und sagt bitte all euren Freunden Bescheid, dass es unseren YouTube-Kanal gibt. Und natürlich dürft ihr dieses Video wie immer auch gerne mit all euren Freunden teilen. Tschüss, bis zum nächsten Mal!